Hallo, hier ist Last V8 und diesmal möchte ich euch ein Fahrzeug vorstellen, das, wie man ganz klar sehen kann, sich im Moment noch im Aufbau befindet. Es handelt sich um einen Plymouth GTX, Baujahr 68, in wirklich einem exzellenten Zustand. Dieses Fahrzeug habe ich von einem Schweizer Freund gekauft, der hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld investiert hat. Man sieht ja auch schon die super fette Auspuffanlage, die da mit dabei war. Der ist jetzt nicht geputzt, der Motor ist im Moment beim Motorenbauer, weil meinem Freund leider der Motor auf den Prüfstand hochgegangen ist. Da sind wohl Fehler gemacht worden. Er hatte dann irgendwann die Faxen dicke und hat das ganze Ding in einem Paket an mich verkauft. Und ich habe halt im Moment den Motor hier noch beim Motorenbauer. Sobald der fertig ist, wird es zu diesem Auto hier auch noch ein kleines Update-Video geben. Wie man hier sieht, ist das hier alles der Motorraum jetzt leer. Aber alles in sehr gutem Zustand, also wirklich ein exzellent fahrendes Auto. Der Motor hatte auf dem Prüfstand, bevor er hochgegangen ist in der Schweiz, ziemlich genau 500 PS am Hinterrad. Also von daher schon sehr, sehr ordentlich. Das ist ein 535er Stroker mit allem, was gut und teuer ist. Ich hoffe, wenn der wieder zusammen ist, dass der halt auch wieder vernünftig funktioniert. Hier haben wir 20 Zoll Coil Wheels drauf, die in der Schweiz tatsächlich eingetragen sind. Und noch die normalen Bremsen vorne und hinten, damit eben auch die Originalräder wieder drauf passen und am Mann halten. Wirklich ein Sleeper. Das Auto trotz der recht sportlichen Motorisierung, als die paar Meter, die ich noch damit gefahren bin, weil da hat den Lagerschaden, da sollte man auch nicht mehr allzu weit mitfahren, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, mal 5 Meter über den Hof zu fahren hier. Lief eigentlich sehr ordentlich, lief auch noch alltagstauglich, hatte enormen Druck. Also von daher hoffe ich, sobald er fertig ist, dass das hier ein schönes Auto ist. Die Farbe ist natürlich toll und die großen Chrysler V-Bodies sind ja sowieso ziemlich coole Fahrzeuge. Am Ende ist das ja hier technisch das gleiche wie ein Dodge Charger, aber eben in einer etwas anderen Form. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das irgendwie uncooler aussieht. Ich meine, jeder will einen Charger, ich habe ja auch einen, aber ich finde so ein Ding, das hat schon so eine gewisse eingebaute Coolness, die wirklich nicht verkehrt ist. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden, sobald der Motor wieder da ist und wir das Ding zusammen haben, hoffe ich, dass wir dann da was Positiveres berichten können.